ihr Lieben, es geht los mit unserem ersten Video. Und ihr seht, der Marco, der ist schon startklar. Wir starten mit unserer Patty-Presse. Und zwar müssen wir ja unsere Hamburger schön formen kennen. Und Marco, jetzt erklär mir mal, warum wir das eigentlich brauchen. Du hast ja doch uns gesagt, das ist so ein richtig cooles Ding. Wir haben das also schon lange. Ja. Ziemlich lange eigentlich, ich weiß gar nicht wie lang, aber das ist so ein typisches Sommerprodukt und das gibt es immer nur einmal im Jahr in der Werbung. Ich war immer die ganze Zeit, also wir hatten die ganze Zeit immer nur 4 von den Behältern gehabt. Und der Marco hat aber gesagt, wenn du jetzt mal Besuch kriegst und wir machen ein paar mehr, ist es eigentlich besser, wenn du dann auch mehr Behälter hast, weil wir haben uns zwar dann zu Hilfe gewuscht, und haben die dann auf die Schneidflex mit Frischhaltefolie gemacht. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was man wolle. Und das Coole ist, jetzt kriegen wir den Dom-Monat. Sind nämlich auch im Doppelpack im Angebot. Der Marco hat das erste Patty schon mal fertig. Warum ist es eigentlich cool, dass du die Form, warum kriegst du die mit der Hand nicht so geformt? Die kriegt man mit der Hand zwar schon so geformt, weil das da sehr praktisch. Ich hole einfach den Ring, setze ihn da rein. Komm mal, man macht es mal hier weg, dass wir das sehen können. Mach mein Hackfleisch rein, nehme dann den Stempel, drückt das Ganze fest an und dadurch habe ich direkt eine schöne Form. Und du hast halt gleichmäßig die Dicke, ne? Und dadurch bordest du halt auch alle gar gleich durch, also gleichmäßig. Gleichmäßig, ne? Man kann die grillen, man kann es natürlich aber auch in der Pfanne, könntest du es auch in der Pfanne machen. Oder man könnte es natürlich auch in unserer coolen Glasform machen, die mit der Rille, die wir jetzt den Dom-Monat auch im Angebot haben. Ich stehe da ein bisschen im Weg, ich weiß es. Marco, was hast du jetzt im Hackfleisch drin? Da sind jetzt drin Zwiebeln, Salz, Pfeffer, Senf, Kann man aber auch noch Petersilie drin machen, wenn man das möchte. Und ich komme jetzt mal zu euch und zeige euch das mal. Das heißt also, die sind einer wie das andere. Ne? Die sind gleich dick geformt. Das Schöne ist, ach, die lassen sich super gut durch den Boden auch nicht mehr rausdrücken nachher, wenn die gekühlt sind. Weil der Marco sagt immer, man stellt sie auch nicht mehr ein bisschen in den Kühlschrank. Man kann die auch super vorbereiten für zum Grillen dann auch. Aber ich sage nur, du hast jetzt geschafft. Wie viel Gramm Hackfleisch sind jetzt auf 4 Stück gegangen? Ich sehe nämlich gerade, es sind 4 Stück fertig. Ich habe jetzt 4 Stück gemacht. Wie viel Gramm Hackfleisch war das? Welche das noch genau? 550. Also wenn da 2 Personen sind, wir beide essen 2 Burger, dann können da 550 Gramm Hackfleisch holen, dann kriegen da genau 4 gleichmäßige Patties, so ungefähr hin. Ne? Das Coole ist, jetzt hat der natürlich einen fest verschließbaren Deckel und somit kannst du das dann natürlich auch, dahin habe ich ein bisschen Schepp, Schatz, da muss ich ein bisschen drücken mit der Handschuhe, ist ein bisschen schwer, ich weiß. Und dann könnt ihr den nämlich so in euer Kühlschrank stellen. Das heißt, ihr habt das ganz toll vorbereitet, ja, ihr habt es richtig gut aufbewahrt. Ihr könntet sogar mit denen Behälter eingefrieren. Das geht nämlich auch, weil das ist nämlich ein weiches Material und das gibt nämlich dann auch noch, weil es gibt nichts ekligeres, sage ich mal, wie im Discounter, diese fertige Patties, wo du nicht weißt, was drin ist. Hier hast du nämlich genau, welche genau, was drin ist in deinem Hamburgerfleisch, wo du dein Hackfleisch kaufen durch. Und ihr habt ja jetzt auch gesehen, das war ja nicht wirklich viel Aufwand. Und das Coole ist, es ist natürlich auch Spülmaschine geeignet, also ihr könnt so auch eingefriere. Und Schatz, was hast du noch, warum wünschst du jetzt wieder Hand? Ah, du willst in den Kühlschrank tun. Das ist der Ring, der eingesetzt wird, das hast du ja gezeigt, Marco, und das andere ist die Presse. Ne? Das bedeutet also, dass das Ganze gleichmäßig gepresst wird. Mir mache jetzt ein kurzer Cut, denn wir wollen nicht mehr, dass die Videos so lang wäre und mache euch jetzt mit dem nächsten Angebotsprodukt, nämlich mit unserem Mando, rappe mal jetzt die Zwiebeln für unseren Burger. Das bedeutet, wir bauen jetzt unseren Burger immer systematisch in den nächsten Videos zusammen und da sieht man einfach mal schön, welche Produkte ihr dort für alle verwenden können. Bis gleich, ihr Lieben. Tschüss.